Typisch Deutsch. Willkommen zur dritten Folge von Typisch Deutsch. Mein Name ist Trinkle Zungenscheid. Heute geht es um die Wurst, und zwar um die Currywurst und die Frage, ob die Currywurst tatsächlich das beliebteste deutsche Fastfood-Essen ist. Als Geburtsort der Currywurst gilt gemeinhin Berlin. Dort hat 1949 die gebürtige Königsbürgerin Hertha Heuver zum ersten Mal eine Bratwurst mit einer speziellen Currysoße verkauft. Diese von ihr selbst entwickelte Currysoße hat sie 1959 unter dem Namen Chill Up beim Deutschen Patentamt namensrechtlich schützen lassen. Eine Gedenkplakette am Haus Kantstraße 101 in Berlin erinnert noch heute an Hertha Heuver und den Geburtsort der Currywurst. Laut Wikipedia werden in Deutschland im Jahr 800 Millionen Currywürste gegessen und im Jahr 2020 wurde die Currywurst zum 28. Mal in Folge zum beliebtesten Kantinenessen gewählt. Die Currywurst hat auch Einzug gehalten in die deutsche Literatur, den deutschen Film und die deutsche Musik. 1982 setzte ihr der deutsche Sänger Herbert Grönemeyer mit dem Lied Currywurst ein Denkmal und 1993 schrieb der deutsche Schriftsteller Uwe Timm eine Novelle mit dem Namen Die Entdeckung der Currywurst. Diese Novelle wurde 2008 dann auch verfilmt. Einen Link zu Herbert Grönemeyers Song Currywurst werde ich unten in die Beschreibung einfügen. Ich denke, damit steht fest, dass man die Currywurst zu Recht als typisch deutsch bezeichnen kann. Allerdings bleibt immer noch die Frage offen, ob die Currywurst tatsächlich das beliebteste deutsche Fastfood ist. Und wie so oft finde ich eine Antwort auf diese Frage bei Statista.com. Dieses Mal finde ich gleich zwei Umfrageergebnisse zum Thema. Eine Umfrage von September 2019 beschäftigt sich mit der Frage, wie oft die Deutschen Currywurst essen. Und es stellt sich heraus, dass 50% der Befragten angeben, dass sie selten oder nie Currywurst essen. Eine zweite Umfrage stellt die Frage, welches Fastfood schmeckt Ihnen am besten? Und das Ergebnis war auch für mich überraschend, denn es stellt sich heraus, dass der Deutsche am liebsten Pizza isst. Und die Currywurst landet zusammen mit der Bratwurst erst auf Platz 6. Und selbst wenn man nur das typisch deutsche Fastfood betrachtet und ausländisches Fastfood wie Pizza aus dieser Umfrage herausnimmt, bleibt die Currywurst hinter dem Grillhähnchen auf Platz 2. Ich muss zugeben, dieses Ergebnis ist für mich jetzt auch überraschend. Ich hätte die Currywurst tatsächlich auch auf Platz 1 eingeschätzt, aber die Umfragen sind eindeutig. Die Currywurst ist definitiv typisch deutsch, ja, in Deutschland erfunden, sehr beliebt in Deutschland, beliebtestes Kantinenessen, 800 Millionen Mal im Jahr verzehrt, aber sie ist damit noch nicht das beliebteste deutsche Fastfood. Das bleibt eindeutig das Grillhähnchen, wenn wir mal nur von deutschen Fastfood reden, wenn wir das internationale Fastfood dazu nehmen, ist es die italienische Pizza. Wenn Ihnen dieses kleine Video zur Currywurst gefallen hat, würde ich mich über ein Like sehr freuen. Ich verabschiede mich jetzt bis Anfang April, da ich nach Deutschland in den Urlaub gehe und verbleibe mit einem typischen deutschen Tschö aus der Ukraine. Typisch deutsch.